Willkommen zurück zu dem wunderbaren Outlast. Wir mit vollgeschissener Buchse suchen hier weiterhin irgendwie einen Weg durchs Dunkeln, weil es ist dunkel draußen. Wir haben das Schwebeding mal wieder gesehen gehabt in der letzten Folge und suchen immer noch unseren lieben Father Martin. Und hier waren wir, in diesem kleinen Schuppen. Mit zwei Batterien, hier links und... Jedenfalls ist eine Batterie da und hier und so... Ach komm, nehmen wir mit. Und wir wissen ja auch schon, wo er reinpasst, ne? Deswegen werden wir uns jetzt einfach mal... todesmutig... irgendwo anders hinbegeben. Nämlich genau nach da. So, aber bevor ich hier was mache, wird erstmal die Batterie gewechselt. So, und ich hoffe, wir kommen mal unbehelligt irgendwo weiter. Weil ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Wow! Es sah aus wie ein Skelett. Das Ding im Dunkeln. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Er war quasi in uns drin. Was ist das hier für ein Geräusch? Geräusch gefällt mir nicht so unbedingt. Es muss doch jetzt voll unangenehm, mit weniger Fingern hier hoch zu klettern, oder? Ich frage mich, wie oft wir wegen Panikattacken jetzt hier runterfallen werden. Da ist so ein Dashle mit Rikscha und so. Hallo mein Freund. Genießt du das Wetter? Boah, es wäre richtig geil, wenn der Typ jetzt auch noch am Rauchen wäre. Weil dann wäre das für mich der Badass Nummer 1. Na, wenigstens hat er was zu trinken. Boah, ist ja voll das Parcours-Spiel geworden. Hep. So, ich denke mal, falls man Bock aufs Runterfallen hat, kann man da wieder hoch. Und jetzt um die Ecke. Ganz vorsichtig. Und ich denke mal jetzt darüber springen. Ja, und jetzt? Hier runter, oder wie? Okay, der ist tot. Eindeutig tot. Ansonsten gucke ich mal hier mich ein bisschen um. So ganz schnell. Aber da kann man doch scheinbar auch hoch dann. Ich hänge. Ich sehe nichts. Irgendwas passiert doch gerade. Hier raus. Sicherheitshalber wechseln wir mal die Batterie. Ah, da hängt ja jemand. Ja, den haben wir auch gesehen. Okay, die sind wahrscheinlich dem Wallrider relativ gut ausgesetzt. Ah, da ist man noch kein... Blute für mich. Danke. Das können wir für dich nicht, aber wir können... Es sieht so aus, als würde er da pinkeln wollen. Es hört sich so an, als würde jetzt jeden Moment irgendwie was... Bäh, mäßig kommen.
Ja, wo müssen wir denn jetzt lang? Prison Block. Na, da können wir nicht lang. Herr Polizeiwachmann, ich habe die Vermutung, dass hier merkwürdige Dinge vonstatten gehen. Hier einfach jetzt runter. Tatsache. Da ist Licht. Chris schon wieder. Ja, das ist die Frage, wie ist er nach draußen gekommen? Da ist er. Unser dicker Spick. Schwabbel, schwabbel. Hier kann man sich tatsächlich verstecken. Ja, sie sind überall, das ist wahr. Jetzt nur hier hoch, bitte. Was soll das? Oder willst du hier lang? Wie denn jetzt? Hier will er nicht lang. Hier will er nicht lang. Ah, jetzt willst du hier lang. Eigentlich könnte dieser Chris, so groß wie der ist, ja eigentlich einfach nach oben schnappen. Und hier voll runterziehen. Ich wechsle mal die Batterie. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass wir gut und sparsam sind. Jetzt hier einfach runter, oder wie? So springe ich jedes Mal runter. Vor allem, wenn ich in Panik bin. Okay. Ja, die sind auch nicht die sind alle nicht bewaffnet, die Securities, habe ich das Gefühl. Weil Bewaffnung ja hier recht rein 0, gar nichts bringt. Okay, das ist einfach hier nur zum Schönen sein. Ah, wo geht es denn rein oder raus? Je nachdem. Ich sehe mal wieder nichts. Also dürfen wir auch mal im Freien vor ihm weglaufen. Das ist doch mal was Neues. Ich denke mal einfach von hier müssen wir. Oder hier müssen wir. Ne, hier ist er gekommen. Okay, wir haben uns fast verschluckt. Ja, hier sind wir doch einmal hochgeklettert. So, das heißt, wir müssen durch hier, einmal hier lang und uns hier reinkriechen. Finden Sie Vater Martin in der Frauenstation. Boah, der ist schon leicht, ne? Was macht er denn da? Okay, ist verschlossen. Aber hier kann man scheinbar raus. Notizen. Wasser nicht trinken. So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen. Als hätte ich, wie in Kindertagen, ein Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Also, so leicht werden wir doch ganz bekloppt. Habe ich das, die Vermutung? Eine neue Batterie. Hihi. Wir sind ins Blut gegangen. Okay, jetzt mal weiter hier im Text. Wo müssen wir lang? Hier sieht's gestapelt aus, als könnte man hier rein. Ich sagte,
Hopp. Hoppala, hopp. Hoppala, die. So. Wir sind scheinbar wieder in der Haus. Oh Gott, Spiel, wann bist du zu Ende? Warum folgst du mir nicht einfach? Oder, du gibst mir die Chance, dass ich dir folgen kann. Na klar, hierüber wäre es auch zu einfach. Da ist es hell. Da ist es nicht dunkel. Man muss ja irgendwo hin, wo man abhauen kann. Beziehungsweise wo. Chris oder nicht Chris? Wir werden es gleich erfahren. Der ist abgehauen. Wetten, die Tür springt hinter uns auf. Okay. Wie kommt das alles so bekannt? Das war so klar. Chris ist auch so ein Perversling. So, hier müssen wir ja scheinbar rein. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn Chris hier vorbeischauen würde. Nice! Notizen. Das Geräusch in der Maschine. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes, etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht. Mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Ja, da wohnt der Wallrider. Das sind so eine Kinder. Das ist quasi ein Kindergarten und da haben die jetzt ihren Spaß, ne? Okay. Das bleibt verschlossen. Speichert. Okay, hier ist nichts von Bedeutung. Boah, die Levels werden auch immer dunkler und dunkler und dunkler. Die Batterie wäre mal wieder schön. Weil die, genau die verspeisen wir ja gerade. Boah, ich muss schon wieder pinkeln. Gehört das jetzt zum Spiel, also zum Background, oder ist es irgendwie ein Wahnsinniger, den man zum Üben einfach eine Violine in die Hand... Okay, es sollte mich nicht wundern, dass in der Frauenabteilung weibliche Wahnsinnige sind. Was mich aber nicht glücklicher schätzen lässt. Ich will ja nicht stören. Ich mach die Tür mal wieder zu. Okay. Ja, auch nicht. Okay. Wir gehen dann mal schön nach hier entlang. Die Tür kann man nicht öffnen. Das ist sehr, sehr... Hallo? Was? Ach, so eine Szenerie kommt mir doch arg bekannt vor. Ich nehme mal an, wir dürfen weiter hoch. Oder auch nicht.
Wir dürfen weiter runter. Na klar. Denn um hoch hinaus zu wollen, muss man erstmal tief, tief hinab. Ach Gott, ich habe keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr auf euch scheinbar Unsichtbaren. Hier, gebt mir die Dokumente. Her damit. Oh, er hat eine Machete. Das ist ein Grund, ihm nicht den Rücken zuzukehren. Aber das hier zu nehmen. Projekt Paperclip. Joint Illigent. Gesetz zur Offenlegung von... Akku ist fast leer. So. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. An Project Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. B. Project 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in die Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Okay, also nach dem Prinzip, wenn du nicht bei mir arbeitest, arbeitest du auch bei niemand anderem. Na, warte mal, dann würden sie die ja umbringen. Aber das ist ja nicht der Fall. Ist hier nichts. Der Fall ist ja viel eher, wie stellen sie ein, bevor es jemand anderes kann. Okay, da können wir nicht durch. Dafür sind wir zu fett. Okay. Hallo, Batterie. Ach, wo müssen wir lang? Ich habe keine Ahnung. Deswegen mach ich mal einen Cut.